Riverboat mit Kim Fischer und Klaus Brinkbäumer. Guten Abend. Guten Abend, hallo, herzlich willkommen. Willkommen bei uns. Ein sehr fröhliches Publikum. An einem zauberhaften Frühlingsabend. Ja. Ein frisch gebackener 80-Jähriger ist bei uns und heute ist schon wieder sein großer Tag, denn vor wenigen Stunden erschien sein 6. Soloalbum. Mein Weg heißt es und auf diesem, seinem Weg, schrieb er nicht nur als Frontman der Pudis Musikgeschichte Rocklegende Dieter Maschine Björn. Es wird eine sehr stilvolle Sendung, Leute. Ja, wunderbar. Ohne Lieben. Prost. Und wir können auch wirklich, wir haben auch wirklich jede Menge Grund anzustoßen, weil wir können uns hinsetzen, um gleich wieder aufzustehen. Weil wir haben ja ein Geburtstagskind, wir haben eigentlich zwei Geburtstagskinder, aber so ein ganz aktuelles jetzt auch nochmal vom Dienstag, Montag. Montag. Ja. Unser Nachwuchssänger. Maschine ist 80 geworden. Und das hast du. Der Fanclub ist da. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Maschine. Happy Birthday to you. So, und soll ich euch mal was sagen? Ich weiß, dass das Maschine jetzt gerade wirklich rührt. Und das ist, glaube ich, auch so mit ein Geheimnis. Guck mal, hast schon Tränchen jetzt in den Augen. Jetzt geht es jetzt schon los. Ich bin natürlich gerührt, klar, aber ich muss auch sagen, meine Geburtsurkunde ist eine Fälschung. Das war der 50. Naja, nicht ganz, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt zurücknehme und sozusagen versuche, das ändern zu lassen, dann müsste ich auch einen Teil der Rente zurückzahlen. Nee, ja, sollte jetzt ein Brüller sein, aber naja. Du hast gerade ein Interview gegeben, du hast, glaube ich, gerade ganz viele Interviews gegeben und da hast du gesagt, du möchtest noch mal das, was hinter dir liegt, jetzt noch mal drauf haben an Leben. Ja. Das, du magst und liebst das Leben einfach so. Ich liebe das Leben und ich habe ja auch noch eine Menge vor, weil, wie gesagt, ich bin ja noch ein junger Mensch und mal sehen, was noch alles passiert. Ja, ihr lacht, immer, Leute. Dieses Jahr ist fast ausgebucht und auch für nächstes Jahr gibt es schon einen Haufen Termine. Wir gehen dann auch wieder aufs Schiff übrigens mit meinem Freund und Partner Uwe Hasbecker. Ja, das stimmt. Aber wir haben jetzt, pass auf, werden da Konzerte machen? Ja, okay. Heute musst du dich an, wirklich, wir müssen jetzt ganz stringent heute durchreden. Ja. Wir verplaudern uns hier mal beide. Mhm. Also jetzt warst du nämlich auch gerade mit Silvi, deiner wunderbaren Frau, auf dem Schiff. Ihr wart Buenos Aires, ihr wart, wo ihr nicht überall wart. Also jedenfalls nicht um die Ecke und habt Rommi gespielt. Den 80. Skat haben wir gespielt, ja. Offizierskat. Aber eben, und ihr seid erst vor zwei Tagen wiedergekommen. Ja. Kann es passieren, dass du mir jetzt gleich ein Nickerchen machst? Könnte sein, deswegen ist ja gut, dass ich der Erste bin. So. Kann ich ja gleich abhauen eigentlich. Wir werden danach. Das einfach mal. Nee. Hier, ja? Guck mal, da stehst du. Ja, ja. Und es war einfach auch ein schöner Urlaub. Hast du da so ein Band vom Schiff, dass du nicht verloren gehst? Wie bitte? Hast du da? Ja, das ist so ein Band, damit kannst du alles machen. Du musst bezahlen, du kommst in dein Zimmer rein und du wirst kontrolliert, wenn du rausgehst und wieder reinkommst. Und das ist sozusagen ein Ausweis für alle Bereiche des Lebens auf dem Schiff. Und jetzt bist du wieder in der Realität gelandet, jetzt bist du hier auf dem Riverboat, hier brauchst du keinen Ausweis. Ich habe mich auch gefreut zu Hause. Wir waren ja 3 Wochen gewesen, zum ersten Mal übrigens. Normalerweise fahren wir immer nur 14 Tage in Urlaub und irgendwie haben wir uns gefreut, obwohl wir dann am letzten Tag gesagt haben, also eine Woche hätten wir noch anhängen können.
Man ist irgendwie dann, aber jetzt ist es schön, wie es ist einfach. Guck mal, da sehen wir dich mit Silvi. Mhm. Und das muss man einfach sagen, 45 Jahre verheiratet, 79 habt ihr euch kennengelernt. Mhm. Warte mal, wo genau? Das war in Neustrelitz. Neustrelitz habt ihr euch. Nee, Neubrandenburg. An Neubrandenburg. Mhm. Ja, im Hotel Vier Tore haben wir uns kennengelernt. So, Vier Tore. Ja. So, und da warst du noch jung und sie war jung und ihr wart beide, wusstet nichts voneinander. Du warst schon ein aufstrebender Sänger und sie war Bedienung in dem Laden. Ja, sie hat sozusagen ihr praktisches Jahr gemacht. Sie wollte ja studieren und wollte nach Leipzig gehen, wollte da studieren. Und dann kam ich dazwischen. Und dann fand sie mich eigentlich auch ganz sympathisch. Und dann musste alles umgemodelt werden, weil ich habe ja meinen Sohn mit in die Ehe gebracht. Und Andi, genau. Der war damals aber schon 11, glaube ich, so. Ja, ne? Na, 10 war er, ja. Und nach 119 Tagen habt ihr drei aber beschlossen, du, Andi und Silvi, ja, das passt, wir heiraten. Aber nur deshalb, weil vorher kein Termin frei war im Standesamt in Neubrandenburg. Sonst hättet ihr nach was für, wie vielen Tagen oder Wochen geheiratet? Na, normalerweise, glaube ich, nach 3 Wochen oder 4 Wochen. Ich wollte nie wieder heiraten, ich war ja schon mal verheiratet und wollte das eigentlich gar nicht mehr, aber dann ist doch alles anders gekommen, ja. Und wie stolz er auch damals schon auf Silvi war, haben wir in einer absoluten Praline, einer Filmpraline, meine Damen und Herren, da sind sie für sie gefunden. Ich habe es geliebt, als ich es heute schon mal gesehen habe. Wir zeigen es Ihnen jetzt. Und ich glaube, nein, hier kommt keiner rein. Wir sind hier nicht die Florian Silbereisen-Überraschung, wo auf immer Barbara Schöneberger rein. Du bist heute wirklich bei Riverboat. Ja, ich habe gedacht, Mick Jagger kommt jetzt gleich drin. Der kommt später. Der kommt bei Uschi Glas erst rein. So, wir gucken uns jetzt aber mal dich und Silvi an. Ich will bei dir bleiben und fühle doch Fernweh in mir. Ich geb dir die Freiheit, doch sage niemals, ich geh. Der Horizont scheint zu nah, doch erreichen wirst du ihn nie. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. Also das ist jetzt wirklich für alle Ostrock-Fans, ja, ist das natürlich wirklich ein absolutes Fundstück, weil wir haben auch noch mal Fritz Poppel da gerade gesehen, den ganz, ganz Jungen, ja, der uns ja nun verlassen hat. Ach komm, nee, und wir haben deinen Sohn Andi am Schlagzeug gesehen und den ganz Jungen, was ist denn jetzt? War ein bisschen viel Nostalgie gerade? Naja, nee, das mit meinem Freund Fritz Poppel, das ist mir sehr nahe gegangen. Ja, das verstehe ich. Ich meine, wir waren ein Leben lang beste Freunde. Mhm. Ja. Also ich will jetzt hier natürlich nicht die Stimmung runterholen, aber ich kann jetzt auch nie dafür. Aber er das war, ist ja auch das Leben, ne? Und er war ja bis zum Schluss, war er ja wirklich topfit noch. Ja, klar. Ja. Ja. Und hat uns alle runtergeholt. Ja. Und natürlich alle unsere Musiker, Kollegen, Freunde, meine Familie, alle. Mhm. Ach ja. Komm, mein Schatz, wir trinken auf ihn. Ja, komm. Komm. Das machen wir. Los. Das trinken wir. Das machen wir. Wohl. Also, vor diesem legendären Auftritt, ja, da... Also vor Silvi, da hast du gesagt, du warst ja auch verheiratet. Ne? Ja. Soll ich, kann jemand vielleicht ein Taschentuch uns reichen, falls irgendjemand hier ein Taschentuch hat? Freund? Ich habe auch ein Taschentuch hier, ja. Ach so, du hast ja. Brauchst du eins? Alle. Nein. Nee, alles gut. Wenn es so weitergeht, brauche ich aber auch gleich eins. Aber was wollte ich sagen? Genau, Silvi, aber davor gab es auch Gisela. Über Gisela haben wir ja auch schon mal gesprochen. Was ich aber nicht wusste, es gibt eine wahre Legende von Paula. Nicht die Paul und Paula, sondern die Finnen Paula, die du im Erzgebirge gefunden hast. Ja, na, wir waren da als Jugendliche zum, ja, wir haben da gearbeitet in Ferien in einer Spinnerei und da waren 4 Finnenmädchen und mit denen haben wir uns angefreundet und wollten uns auch später besuchen. Also ich hatte meinen Freund, der dabei war,
Der hatte auch eine finnische Freundin, waren ja vier Mädels da und ja, wir haben es gut verstanden. Ach so. Ja. Ja, ja. Das ist und, ja sehr romantisch, ja, ja, und wir, wenn das so zahlenmäßig aufgeht. Ja, ja. Und wir wollten uns anschließend besuchen. Wir mussten dann früher nach Hause und wir haben uns verabredet in Berlin, Ostbahnhof, dass wir uns da treffen. Und dann sind die aber woanders angekommen. Genau. Und du wirst lachen, ich habe jetzt gerade einen Brief gefunden, wo sie sich hinterher praktisch gemeldet hat und gesagt, tut mir leid, wir mussten woanders hinfahren und wir schreiben uns. Und dann habe ich mit meinem Freund überlegt, wie kommen wir denn jetzt nach Finnland? Wir wollten uns besuchen. Dann zwischendurch war die Grenze zugemacht worden. Da war der 13. August. Und da haben wir überlegt, ob wir nicht in so einem Kohlenanhänger uns verstecken können und wenigstens nach West-Berlin und dann irgendwie nach Finnland fliegen. Ja. Aber das ist lange her. Aber bis heute kannst du noch Ich liebe dich auf Finnisch sagen. Ja, Mine rakastansinua. Oh. Oh. Gelernt ist gelernt. Maschine, von damals in die Gegenwart ist es ein sehr großer Sprung. Dein Soloalbum, das jetzt gerade erscheinende, heute erscheinende, heute, ja, das sechste Soloalbum, Mein Weg. Was willst du uns erzählen? Na, ich will erst mal rückblickend erzählen, was ich alles so gemacht habe. Ich habe ja auch ein paar ältere Songs wieder neu aufgenommen und habe auch 5 neue Songs geschrieben und ich denke mal, die sind ganz gut geworden. Das war ursprünglich gar nicht geplant. Ne? Wie bitte? Du wolltest ursprünglich nur alte Songs. Ich hatte überlegt, naja, so, wenn man dachte, man hat ein Jubiläum, bringt man Best-of raus, ja, aber das ist natürlich auch ein bisschen langweilig und wollte eigentlich so alte Titel nochmal, meine Solo-Titel nochmal neu veröffentlichen, aber gut, meine Solo-Karriere fing ja erst vor 10 Jahren an. Und die Plattenfirma meinte, aber Mensch, dann nimm doch die Titel wenigstens neu auf. Und ich bin aber der Meinung, alte Titel, die man neu aufnimmt, müssen nicht unbedingt besser werden. Und habe mir dann überlegt, dann könnte ich ja auch ein paar Pudis-Titel eigentlich machen. Ja. Könnt natürlich nicht vom Best euch oft von mir originale Pudis-Titel nehmen. Und da habe ich mir gedacht, dann nimmst du die neu auf. Und ich habe natürlich mit meinem wunderbaren Co-Produzenten Lukas Schaaf, hallo Lukas, grüß dich, falls du guckst, junger Produzent, 32 Jahre alt, der genau meine Gefühle auch sozusagen auf Band bringen oder in den Computer bringen kann. Und wir haben einfach angefangen und es hat wunderbar funktioniert. Ursprünglich habe ich gedacht, naja, vielleicht fallen dir noch mal 3 neue Titel ein, weil das letzte Album ist ja noch nicht so lange her. Und da sind 5 Titel draus geworden und ja, sieht eigentlich alles hier in Süd aus. Ja. Wenn du sagst, Mein Weg, was für ein Weg war das? Geradlinig, eigenwillig? Mein Weg war, also ich muss sagen, ich hatte immer sehr viel Glück im Leben gehabt und ich habe auch alles irgendwie erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, in Amerika Nummer 1 zu sein, aber das kann ja vielleicht nur kommen. Nee, das wird noch kommen. Sollte jetzt auch ein Brüller sein. Ich finde, es funktioniert. Ja. Nee, ich bin ja auch ein Realist und ich weiß, was man erreichen kann. Ich meine, vor 20 Jahren wäre man froh gewesen, in Top 50 zu sein. Ich war mit dem letzten Album Platz 4. Also man muss das auch mal realistisch sein und muss dann nur sagen, ey, Alter, das war schon mal eine ganze Menge. Ja, klar. Ja. Wir schauen hinein, wir hören hinein. Songs der Gegenwart von Maschine. Wir stoßen an auf das, wofür unser Herz noch brennt. Auf das Leben, auf die Liebe, auf die Welt, die unser Lebensbrunnen ist. 100.000 Leidenrichter vertreten ihr eigenes Recht, denn was in der Zeit entsteht, ist für sie Gesetz. Jahre kein bisschen leise. Vergleichst du dich eigentlich hin und wieder mit Mick Jagger? Du hast ihn vorhin schon genannt. Nein, auf keinen Fall. Nein, Mick Jagger ist natürlich
Ich verehre ihn sehr, aber vergleichen kann ich mich ja nicht, weil ich bin ich und Mick Jagger ist er und er ist einfach so ein super Sänger und er hat natürlich einen Blues in sich, den ich nicht habe. Und aus diesem Grunde ist Mick Jagger einfach nur eine Figur, die ich interessant finde und das schon seit meiner Jugend und ja, ich vergleiche mich nicht damit. Nee. Maschine, wir haben vorhin gesagt, es gebe keine Überraschungen, das ist falsch. Es gibt eine Überraschung. Und wir drehen uns um. Du darfst dich umdrehen. Jetzt lass uns hinübergehen, Maschine. Ich stelle Oliver vor vom Fanclub, Maschine. Ja. Und Caroline, Kettensägenkünstlerin, kommst du ins Büro? Hast du gemacht? Ja. Toll. Oliver, wie kamt ihr auf diese Idee? Ja, wir als Fanclub, du kennst ja, wir singen immer von der Überraschung gut. Und da du ja nun einen runden Geburtstag haben, hatten wir gedacht, diesmal schenkt man dir etwas Kleineres. Und kannst du gleich mit nach Hause nehmen nachher? Ja, das durfte gerade so ins Auto passen. Na, jedenfalls haben wir im Fanclub eine junge Künstlerin, die diese Kettensägen-Holzarbeiten macht. Caroline ist die junge Künstlerin. Dankeschön. Caroline, bitte. Und ja, du. Da du ja für dein Leben im Prinzip nur Freunde, Luft und Gitarren brauchst, haben wir gedacht, wir machen dir ein richtiges Denkmal. Oh, das ist aber nett. Da hat der Fanclub zusammengelegt und haben das dann finanziert. Und voll. Ich denke, es findet einen würdigen und guten Platz bei dir zu Hause. Vom Fanclub-Maschine. Caroline, erzählst du uns, wie du dieses Kunstwerk gefertigt hast? Mit einer Kettensäge? Mit einer großen Kettensäge, genau. Ich so filigran mit einer Kettensäge? Ja, erstmal mit einer großen Kettensäge, erstmal grob ausgeblockt und dann mit einer kleinen, die ganzen Feinheiten. Okay. Hast du gut gemacht. Super. Ja. Wie viel Zeit steckt man da rein? Wie lange dauert das? Ich habe viele Stunden investiert. Genau kann ich es gar nicht sagen, weil ich das so nebenbei gemacht habe. Angefangen habe ich vor 2 bis 3 Jahren. Wow. Oh. So lange schon, ja. No. Ein gelungenes Werk. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Aber ich hoffe, du genießt es. Ja. Jetzt muss ich das nur nach Hause kriegen, muss ich ja THB anrufen wahrscheinlich. Wir werden Hilfe leisten, das schaffen wir. Und während wir zurückgehen, schauen wir uns ein kurzes, Best-of kann man ja kaum sagen. Man kann dieser Karriere in einem kurzen Film nicht gerecht werden. Wir versuchen es. Ein kurzes Best-of, Maschine, während wir zurück. Danke. Schon ist im Leben alles gesagt. Schon ist im Leben alles gewagt. Sie sind zueinander. Maschine. Danke. Und auch in Zahlen kann man dieses Leben oder diese Karriere kaum fassen. Und ein paar Zahlen seien dennoch genannt. Seit fast 60 Jahren steht Maschine auf der Bühne. Allein mit den Pudis hat er 22 Millionen Alben verkauft, 4.500 Konzerte in 21 Ländern gegeben und 500 Songs geschrieben. Maschine, kannst du dich an deine erste Gitarre eigentlich noch erinnern?
Die erste Gitarre. Ja, die habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ich hatte früher so ein Akkordeon. Ich war auch mal zum Akkordeonunterricht und fand es dann aber dann irgendwie schnell langweilig, weil ich wollte ja damals sein wie Elvis, wollte eine Gitarre haben. Ich konnte zwar noch nicht spielen, aber ich wusste schon, wie ich dastehe, klar. Wie alle jungen Gitarristen. Und habe dann tatsächlich eine Gitarre geschenkt bekommen und kannte aber niemanden, der Gitarre spielen konnte. Und irgendwann durch Zufall habe ich einen alten Schulfreund getroffen, der 2 Klassen höher war, und der hat mir dann die ersten Griffe gezeigt. So fing es an. Und dann habe ich mir selber so ein paar, also die Harmonien und so, die Akkorde, die kannte ich so ein bisschen durch die theoretische Musikgeschichte beim Akkordeonunterricht, also harmonische Zusammenhänge. Und da habe ich mir das selber alles rausgesucht und probiert und habe dann so auf der Straße mit Kumpels gespielt, zum Beispiel zum Herrentag oder so. Und habe gemerkt, da war immer eine Traube Menschen denn um uns rum. Ja, so war das. Also ganz unkompliziert. Maschine, die wir alle hier verbinden dich natürlich mit den Pudis, mit den Jahrzehnten der Pudis. Dass ihr nicht im Besten auseinandergegangen seid, wissen wir auch. Ist eigentlich, wenn man dann 80 wird, auch Zeit für Milde, für Versöhnung gekommen? Habt ihr Kontakt? Also es ist ja so, das habe ich schon oft gesagt, die Pudis waren natürlich mit die schönste Zeit in meinem Leben, aber irgendwann war dann Schluss gewesen. Und ich sage mal immer, Menschen, die in einer Fabrik zusammengearbeitet haben oder sonst was, die treffen sich in der Regel ja auch nicht mehr nach 8 bis 10 Jahren. Und also der Kontakt, würde ich mal sagen, ist sehr lose. Ja, weil, wie gesagt, es gab ein paar Probleme, aber das möchte ich natürlich hier nicht heute beitreten. Und alles ist gut. Ich bin im Reinen mit mir und ich hoffe, die Kollegen auch. Maschine, toll, dass du bei uns bist. Herzlichen Dank für diese großartige, danke, humorvolle, liebenswerte Runde. Danke euch. Und danke.